Theo, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich erinnere mich noch gut, wie wir uns das erste Mal begegnet sind, bei der Vorbereitung der Tagung zur sozialen Verteidigung Ende der 80er Jahre. Deine Bücher kannte ich damals schon und sie haben mich sehr beeinflusst als junge Aktivistin. Deine Arbeit über soziale Verteidigung, über gewaltfreie Aktion, über zivilen Ungehorsam. Ich wünsche dir für diesen Geburtstag alles Gute und weiterhin viel Gesundheit und Freude. Sono Pasquale Pugliese del Movimento Non Violento Italiano. Avevo 20 anni, andavo all'università, facevo filosofia, quando incontrai sulla mia strada questo libro del professor Theodor Herbert. Adesso, 30 anni dopo, sto andando a Roma al congresso nazionale del Movimento Non Violento, dove condurrò, tra le altre cose, una commissione di lavoro sulla difesa civile non armata e non violenta. Perché anche in Italia, con l'impegno di tanti cittadini, finalmente c'è in Parlamento una proposta di legge che vuole una difesa non armata e civile per il nostro paese. Ecco, forse se 30 anni fa non avessi comprato il libro del professor Herbert, oggi non sarei su questo treno. Per cui non mi resta che fare tanti auguri di buon compleanno, per l'80° compleanno del professor Theodor Herbert. Übersetzung. Ich bin Pasquale Pugliese vom Movimento Non Violento Italiano. Als ich mit 20 Jahren an der Universität Philosophie studierte, traf ich auf dieses Buch Soziale Verteidigung von Professor Theodor Ebert. Jetzt, 30 Jahre später, bin ich gerade im Zug nach Rom zum landesweiten Kongress des Movimento Non Violento, wo ich unter anderem einen Workshop leiten werde zur sozialen Verteidigung. Denn auch in Italien gibt es mit großem Bürgerengagement eine Gesetzesinitiative im Parlament zur Einführung der sozialen Verteidigung in diesem Land. Also, vor 30 Jahren bin ich auf dieses Buch von Professor Ebert gestoßen. Jetzt bin ich im Zug und es bleibt mir nur, Ihnen herzlich zum 80. Geburtstag zu gratulieren, Professor Theodor Ebert. Hallo Theo, zu deinem heutigen 80. Geburtstag gratuliere ich dir ganz herzlich, dein Theo aus Baden. Hello Professor Ebert, it's Brian from Wollongong, Australia. Thank you for your pioneering work. It's an inspiration. Best wishes. Lieber Theo, nun ist es soweit. Du hast die magische 80 erreicht. Meinen herzlichen Glückwunsch dazu. Wir haben uns ja in den 70er Jahren im Zusammenhang mit der Friedenswoche Hannover kennengelernt. Ich erinnere noch genau, wie wir in unserem dortigen Wohnzimmer diskutiert haben. Später in Berlin kam die Freundschaft auch mit Ruth dazu und die sokratischen Wochen Runden. Dass du im Versöhnungsbund die Theorie eisern hochgehalten hast, habe ich immer als ein wesentliches Element der Friedensarbeit geschätzt. Darüber hinaus hast du ja zu den theoretischen auch praktische Vorschläge initiiert. Ich wünsche dir für die Zukunft Konzentration auf das Wesentliche, genügend Kraft zum Aufräumen auf allen Ebenen, Gesundheit und viel Freude am Leben zusammen mit Ruth, den Kindern und den Enkeln. Deine Gisela. Glück und Segen wünscht dir, lieber Theo, zu deinem 80. Geburtstag, Martin Arnold. Unverdrossen. Das Wort hast du öfters gebraucht, mich hat es ermutigt. Unverdrossen hast du wissenschaftlich gearbeitet. Mich hat besonders interessiert, was du systematisch erarbeitet hast. Unverdrossen hast du Impulse gegeben, hast gegründet. Deine und Ruths Gastfreundschaft waren mir besonders schön, 2014 bei dem sokratischen Dialog über gewaltfrei gütekräftiges Handeln. Danke. Auch wenn manches anders läuft als ursprünglich erhofft, und das sage ich auch mir selbst, bleib unverdrossen.
Bonjour Théodore, c'est Jacques Semelin de Paris. Je suis très heureux de participer à votre 80e anniversaire. Et vous savez, quand j'étais étudiant à la Sorbonne, je me demandais si j'allais faire un doctorat, PhD, sur la résistance non violente, la défense sociale ou la résistance civile. Et puis, il y avait trois modèles pour moi. Il y avait Adam Roberts à Oxford, il y avait Jean Sharp et il y avait Theodor Ebert à Berlin. Et donc, j'ai choisi de le faire grâce à vous, d'une certaine manière. Ça a été un encouragement. Alors, merci pour tout ça, merci pour votre œuvre et je vous souhaite un très, très bel anniversaire. Au revoir. Tchuss! Hallo, lieber Theo, auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zu deinem Ehrentag und Dank für dein lebenslanges Wirken. Auch wenn die Welt gerade wieder einmal in beängstigender Unordnung ist, du hast die richtigen Fragen gestellt und wichtige Impulse gesetzt. Dafür sind wir dankbar. Du bist und warst uns immer ein wichtiger Zeitgenosse. Hab einen schönen Tag im Kreise deiner Familie und lieber Freundinnen und Freunde. Lieber Theo, wir sind uns Pfingsten 1961 in Berlin im Mittelhof begegnet, vor 56 Jahren. Du warst 24, ich wenige Jahre älter. Mit welcher Energie und Ausdauer haben wir uns seit damals auf gewaltfreies Handeln ausgerichtet? Du, David Herzog, der spätere Initiator der Nonviolent Peace Force, und ich. Wir drei haben das Glück gehabt, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und auf unterschiedliche Weise dazu beitragen zu können, dass es neue Optionen für konstruktives gesellschaftliches Handeln gibt. Es war mir immer ein Vergnügen zu wissen, lieber Theo, dass du zur selben Zeit mit deinen Möglichkeiten wirkst und dass wir uns von der gleichen Vision leiten lassen. Happy birthday from Scandinavia, Theodore. You inspired me about non-violence and civil resistance since the 1970s. I hope you will have many more happy years. In den von Israel besetzten Gebieten wehren sich Palästinenser und Palästinenserinnen gegen die Besatzung mit einer Methode, die nennen sie SUMMUS. Auf Englisch Steadfastness. Auf Deutsch, dynamische Weiterarbeit ohne Kollaboration. Das kenne ich. Dank dir, Theodor Ebert. Herzlichen Glück und Segenswünsche zum Geburtstag. Lieber Theo, danke für alles. Du hast uns Argumente in die Hand gegeben gegen die Alternativlosigkeit des Militärs. Danke. Und mein besonderer Dank gilt auch noch deinen autobiografischen Skizzen. Ich packe sie mir immer sofort auf den Reader und freue mich drauf. Und ich hoffe, dass du sie fortsetzt, denn auf die Nachwendezeit bin ich besonders gespannt. Die nötige Kraft und Gesundheit dafür wünsche ich dir. Danke nochmals. Die Kleinen nach vorne, die Großen nach hinten. Ja, ja, das trifft uns immer. Okay, auch. So. Ist das jetzt Video oder Foto? So, und jetzt hast du... Es läuft schon? Läuft schon. Es läuft. Theo! Hallo!